Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und ihr seht schon, es wird um die Gorgeous-Stempel gehen. Ich möchte sie gemeinsam mit euch einmal abstempeln und wir gucken uns das jetzt einmal an. Ich habe sie schon in diese Umschläge gepackt. Wir haben ja die Gorgeous in so, ja, die kommen in so Papierumschlägen. Und ich gucke mal, ob ich das auseinandernehme. Und ob ich das eventuell ausschneide, das weiß ich noch nicht. Das gucke ich jetzt mal. Aber ich fand zum Beispiel diese Hintergründe hier extrem cool. Oder aber auch diesen Hintergrund finde ich sehr cool. Ich schaue mal, ob ich damit irgendwas machen kann. Also es ist insgesamt sehr, sehr cool. Und ich muss auch sagen, da wo die drin waren, dieser Hintergrund, der ist ja auch echt sehr, sehr nice. Man könnte das ja mal aufmachen. Kriegt man das hier gut ab? Das hier kriegen wir gut ab. Und wenn wir das jetzt hier noch schön aufbekommen. Okay, das klebt sehr. Moment. Ja. Nein. Voller Vorfreude. Ach, so. Und dann muss man hier oben einmal. Ich meine, ob ich es jetzt wegschmeiße oder einmal so auseinandernehme, wir gucken uns das mal an. Jetzt habe ich da reingerissen, das ist nicht schlimm. So, jetzt aber. Man könnte sich das hier raustrennen. Das fände ich vielleicht gar nicht so schlecht. Das gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Und dann schaue ich mal, ob wir damit vielleicht sogar dann was Kleines machen können. Also rausgetrennt kriege ich das, davon bin ich mal überzeugt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Schwierige, aber damit dann auch irgendwas Cooles zu machen, da gucke ich einfach mal. Die könnte man vielleicht auch rausschneiden. Ich schaue mal, ob wir damit auch dann noch irgendwas Cooles machen können. Aber wie gesagt, den Hintergrund fand ich ganz cool. Ich hatte ja das noch gekauft, weil ich diese großen gar nicht hatte. Da würde ich, glaube ich, nur das Mädchen raustrennen, wenn dann überhaupt. Okay, darum soll es jetzt gerade aber gar nicht gehen. Ich lege das mal alles zur Seite, sondern es geht um die Stempel. Und fangen wir mit denen an? Komm, wir fangen mit denen an, auf jeden Fall. Ich habe mir schon mal Papier zurechtgelegt. Ganz normales weißes Papier. Ein bisschen stabileres, kein Kopierpapier ist das. Und dann natürlich meine Stempelhilfe. Und ich werde das Ganze mit Memento stempeln. Da jeder wie er mag, ne? Da das Stempelkissen einfach seines Vertrauens nutzen. Okay, ich gebe mal das Blatt hier rein. Okay, Blatt ist drin. Jetzt brauchen wir nur noch ein Stempel. Ich würde sagen, wir fangen mit ihr hier oben an, gehen dann der Reihenfolge nach durch. Das ist ein Plan, den machen wir. Wir fangen mit ihr an, wie gesagt. Und die ist so süß. Okay, ich finde das von den Farben her immer, die sind so süß. Habe ich das jetzt? Hatte ich erwähnt, dass sie süß ist? Ich sollte das nochmal sagen, ne? Okay, dann geben wir die einmal auf. Eigentlich stempeln die immer recht gut. Das Stempelkissen hat halt auch schon nicht mehr so viel Farbe, ne? Also, gucken wir mal. Und es ist halt auch der erste Stempelabdruck. Das ist ja dann auch nochmal immer was anderes. Aber das sieht doch schon gut aus. Okay, sehr, sehr schön. Ich habe hier immer mein Schmierpapier nochmal. Gehen wir nochmal drüber. Und nochmal. Und nochmal. Ja, daran merkt man eigentlich aber auch den Unterschied. Also daran sieht man den Unterschied der Qualität der einzelnen Stempel. Das quietscht ein bisschen. Es sieht halt auch schon nicht mehr so schön aus, aber auch das ist ja völlig egal. Aber was ich sagen wollte, man sieht halt daran auch den Unterschied der Qualität der Stempel. Ja, das am Rande. Dann kann die Kleine schon wieder weg. Ich finde, das sieht doch sehr cool aus. Ist ein Fussel drauf, natürlich, natürlich. Und dann die nächste, die sieht so aus. Ich hole euch gleich natürlich auch einmal näher, wenn wir alles einmal abgestempelt haben. Aber erst einmal müssen wir das so machen. Oh, ich finde die so süß. Hatte ich das erwähnt? So. Dann die nächste.
Oder? Also ihr könnt ja nicht sagen, dass das nicht goldig ist. Ja, ich weiß. Jeder sieht das anders. Ich finde die goldig. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch hier mache ich das Ganze wieder auf mein Schmierpapier. Das nutze ich dann später. Oh, jetzt habe ich es. Ist nicht schlimm. Dann hier vielleicht nochmal. So. Wir sind fertig. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit den einzelnen Gorges an. Die sehen so aus. Ich meine, ihr habt es schon gesehen, aber ich möchte euch heute auch einmal vom Nahen zeigen. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Und es ist halt ein bisschen anders. Ne? Also wenn man das jetzt mal so nebeneinander legt, das wirkt halt immer insgesamt sehr, sehr anders. Aber ich liebe Gorges, von daher, ja. Es muss so sein. Ich finde aber gut, man sieht hier drin eigentlich relativ gut, wie der Stempelabdruck am Ende aussieht. Das muss man schon sagen. Ich persönlich finde aber immer, so einen Stempelabdruck einmal zu sehen von den Sachen, ist immer noch mal was komplett anderes, als wie wenn man den Stempel halt einfach nur so kauft. Deswegen, ja, zeige ich euch das einmal. Okay, wir haben einmal diese. Lege ich uns einmal zur Seite. Danach hatten wir sie hier abgestempelt. Und das Ganze sieht so einmal aus. Und auch da finde ich die Stempelergebnisse unheimlich schön. Kann ich nicht anders sagen. Sind sehr, sehr gut geworden. Und wie gesagt, es sieht halt dann einfach anders aus als wie hier. Finde ich zumindest. Okay, und zu guter Letzt die Robbe. Und die Karten, die fand ich auch sehr, sehr cool. Und das sieht so aus. Und oh, diese Maus. Ja, ich finde auch Eat Me nicht schlecht. Ne? Also ich finde die Stempel insgesamt sehr, sehr cool. Wenn man die jetzt noch koloriert und alles, ich kann mir da sehr, sehr tolle Sachen mit vorstellen. Also doch, finde ich sehr, sehr schön. Ich mache euch wieder groß. Und das heißt, ich freue mich auf mein Alice-Album. Ich freue mich darauf, mit den Stempeln zu arbeiten. Ich gucke mal, was ich noch alles so finde zu Alice. Vielleicht das eine oder andere. Wie gesagt, da fehlt noch einiges. Das ist aber so der Grundstein dafür. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis morgen.